jetzt sage ich mal was Provokantes, wenn ich eine Entscheidung treffen könnte, kann ich aber nicht, dann würde ich jetzt bis Weihnachten keinerlei Verschärfungen machen. Ich würde auch die Leute einkaufen lassen und würde auch Gaststätten aufmachen bis Weihnachten. Wir haben nach wie vor eine tägliche Zahl von Neuinfektionen zwischen 20 und 30, auch mal etwas drüber. Das heißt, es ist zumindest ein Plateau. Und das ist erstmal eine gute Nachricht. Wir haben keinen deutlichen Anstieg der Zahlen. Wir haben im Moment auch keine Ausbrüche in Größenordnung, überwiegend Ansteckungsabläufe innerhalb der Familie. Wir haben deutlich mehr Fälle in den Krankenhäusern, die auf den ITSen liegen, als es vor 14 Tagen der Fall war. Also es ist jetzt klar, mit der Verzögerung, die wir haben, tauchen Leute auch im Krankenhaus auf, die auch teilweise beatmet werden müssen. Das ist das deutliche Signal, dass man das Virus nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Wir haben, was die Gemeinschaftseinrichtungen betrifft, Schule, Kita, Pflegeheime, nach wie vor Fälle. Wir haben im Moment 15 Schulen in Bearbeitung und 5 Kitas. Man hört manchmal, dass das ein großes Experiment ist mit den Kindern. Das teile ich überhaupt nicht. Ich sage, dass die Schulen in der Stadt und die Kitas unsere Corona-Leuchttürme sind. Ich will es mal so formulieren. Und wir alles zu tun haben, um das Licht da oben brennen zu lassen, weil es eben viele Aspekte gibt, wenn man Schulen schließt. Eben nicht nur die Schließung, sondern es hätte dann auch viele Aspekte in den Familien, in ökonomischen Fragestellungen. Insofern tun wir weiterhin, wie Sie auch wissen, alles, dass wir die Schulen und Kitas im Moment offen halten wollen. Ein letztes Wort von mir zum Thema Impfen. Sie wissen, wie im Moment die Situation ist. Es gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar in diesem Jahr ein Impfstoff. Und die kreisfreien Städte und die Landkreise, so Frau Ministerin Grimm-Benne, allesamt ein Impfzentrum bekommen werden. Sie wissen auch, dass in der Bevölkerung eine gewisse Unsicherheit ist zu den Impfungen. Dazu auch eine Auffassung von mir. Manche wissen, ich bin Kinderarzt, ich habe in meinem Leben etliche Kinder geimpft. Dass ich ein großes Grundvertrauen habe in die Impfung an sich, das versteht sich für mich von selbst. Aber ich habe auch ein Grundvertrauen in das Zulassungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland. Die unsägliche, aber völlig unsinnige Diskussion, die wir haben, ob diese Impfung eine Pflichtimpfung ist, hat der Bundesminister wohl mehrfach jetzt deutlich verneint. Also aus meiner Sicht sollte es und darf es auch für die Impfung gegen Corona keine Pflicht geben. Wird es auch nicht geben. Aber ich will es nur noch mal betonen, weil immer wieder dieses Thema hochkommt in allen Bereichen. Wir haben ja alle mitgeteilt bekommen, Ende Oktober, am 2. November beginnt der Lockdown Light. Mit der Ansage, 75% der Kontakte werden mit diesen Maßnahmen, das haben ja vorher Wissenschaftler ausgerechnet, reduziert. Mit dem Ziel, wenn das stimmt alles, dann müssten ja am Ende nach 3 Wochen, vielleicht 4 Wochen, 75% der Infektionen, der Neuinfektionen nicht mehr da sein. Das wäre die logische Konsequenz daraus. Im Moment ist das noch nicht zu beobachten. Also wir warten jetzt ab noch eine Woche und ich hoffe, dass wir da dann zu vernünftigen Entscheidungen kommen. Aber die treffen ja nicht wir, die trifft der Bund mit den Länderchefs zusammen in der nächsten Woche am 25. Für uns wird die Zeit jetzt immer knapper, dann eigene Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, wie gehen wir mit dem Weihnachtsmarkt um? Wenn das nächste Woche entschieden wird, dann haben wir noch 5 Tage Zeit. Wir wollten ja dann alles verschieben, Ende November, ab Dezember was machen. Im Moment sehen Sie auf dem alten Markt, dass die Hütten dort stehen, aber eingezäunt sind und nichts passiert. Ob man das alles in 5, 6 Tagen dann hinkriegen kann, Fragezeichen, weiß ich nicht genau. Die GmbH muss es auch nächste Woche erst entscheiden, nach dem 25. Vorher können die keine Entscheidung treffen. Wenn das verlängert wird, diese jetzige Situation, dann ist der Weihnachtsmarkt in der Form, auch in der abgesteckten Form, geht er nicht. Jetzt sage ich mal was Provokantes, wenn ich eine Entscheidung treffen könnte, kann ich aber nicht. Dann würde ich jetzt bis Weihnachten keinerlei Verschärfungen machen. Ich würde auch die Leute einkaufen lassen und würde auch Gaststätten aufmachen bis Weihnachten. Und dann gehen wir hier alle wie jedes Jahr, auch meine Mitarbeiter alle, so ab 20. Dezember in den Weihnachtsurlaub. Und in der Regel kommen 90% meiner Mitarbeiter am 6., 7. Januar wieder. Meistens nach dem 6. Januar.
Das sind schon 2,5 Wochen. Wenn man da noch 10 Tage dranhängen würde, dann hätte man noch mal 3 Wochen zusammen, wo man wirklich keine Schule hat, keinen Kindergarten hat, keine Gemeinschaftseinrichtungen hat, die sozusagen auf freiwillige Basis zusammenkommen, und könnte dann mal gucken, ob man den Wert deutlich runterkriegt. Aber vor Weihnachten würde ich das nicht tun, weil wir wollen alle einkaufen, wir wollen auch ein Stück weit mit der Familie vielleicht mal irgendwo essen gehen und ein bisschen Optimismus wieder tanken fürs nächste Jahr. Und von daher wäre das eine Situation, über die man nachdenken könnte. Aber ich glaube, es wäre sinnvoll, weil dann wird auch wirtschaftlich der Schaden minimiert. Da arbeiten ja die meisten Betriebe auch gar nicht. Die machen in der Zeit ja ohnehin ihren Jahreswechsel Urlaub, und dann wäre auch die wirtschaftlichen Ausfälle wären dann sozusagen in einer relativ überschaubaren Situation. Jetzt fängt die Diskussion schon an über Silvester. Raketen verkaufen, nicht verkaufen, ist ja nicht meine Entscheidung. Also wenn jemand sich auf Bundesebene bereit erklärt, wir verkaufen dies Jahr keine Raketen und keine Silvesterknaller, kann er sehr gerne machen. Das kann eine Kommune nicht machen. Ich kann keinen Verkauf von Silvesterfeuerwerk verbieten in der Stadt, wenn das ja bundesweit nicht passiert. Wenn das aber nicht gemacht wird und die Leute sich das eine oder andere zulegen, werde ich auf jeden Fall kein Verbot aussprechen. Weil ich wüsste nicht, sozusagen, wie ich das begründen kann, was man damit sozusagen erreichen soll. Außer noch mehr Frust bei den Leuten. Das halte ich für nicht angemessen. Die Sachen, die da im privaten Bereich passieren können unter Alkohol, finden sowieso statt hinter den Kulissen und hinter den Häusern. Niemand kann die ernsthaft kontrollieren. Darum ist meine Botschaft immer wieder auf, wir müssen an Leute appellieren, dass man aufpasst. Auch die Verletzungsgefahr bei Silvesterfeuerwerk ist ja jedes Jahr die gleiche. Die wird dieses Jahr auch nicht anders sein als in den Jahren zuvor. Und von daher glaube ich, ist da schon wieder über ein Verbot zu reden, jedenfalls nicht meine Welt, und das werde ich auch nicht machen. Dann habe ich noch einen Punkt hier aufgeschrieben. Oktoberfest, in Anführungsstrichen Geburtstagsfeier, die wir ja mehrfach zitiert haben. Da sind wir mit unseren Recherchen des Ordnungsamtes jetzt durch und haben uns entschieden, diesen Fall an die Staatsanwaltschaft abzugeben. Nicht mit dem Ordnungsgeld das zu beenden, weil wir glauben, dass da Anhaltspunkte da sind, wo man das zumindest recherchieren muss, ob es sich hier um fahrlässige Körperverletzung handeln könnte. Um ein Signal zu setzen, dass solche Veranstaltungen wirklich ganz dramatischer Unfug sind. Wenn wir uns jetzt in den nächsten Wochen ordentlich verhalten und auch kleinere Feiern machen und auch mit den Verwandten sich treffen, dann ist das alles okay. Aber wir sollten strikt darauf achten, dass wir nicht Infektionsketten lostreten und uns mit weiteren dann in Folge davon bei Einschränkungen leben müssen. Das sollten wir uns wirklich ersparen. Von daher nochmal meine Botschaft ernst nehmen, aber auch optimistisch bleiben, dass es im nächsten Jahr wir das halbwegs in den Griff kriegen werden durch Impfung, durch andere Maßnahmen auch. Das, glaube ich, gehört beides zusammen.